Auch wenn man es kaum glauben mag, aber das Hinterteil der Blue Lady ist wieder komplett zusammengebaut und fix und fertig. Alle Schrauben sind auf Drehmoment. Die Sitzbank ist noch nicht drauf, aber die Sitzbankhalterung habe ich auf die obere Stellung gebracht, weil der nette ältere Herr, der das Motorrad bekommen wird, ist locker mal einen Kopf größer als ich. Und sein Knien wird es auch danken, wenn der Kniewinkel ein bisschen flacher ist. Ja, lang hat es gedauert irgendwie, aber es hat viel Spaß gemacht. Somit begrüße ich meine fast 9000 Abonnenten, ihr schafft das noch dieses Jahr, zu meinem 200. Film. Ja, 200 sind es geworden. Willkommen bei Zams Channel. Das ist der Vorderradfender, wie man, wie man deutlich sieht. Und dieser Vorderradfender, ich habe es in einem vorhergehenden Film schon gesagt, soll also hier so eine Verlängerung bekommen. Das ist auch das erste Mal, wo ich das mache. Und ja, ich will das mal zeigen, wie es geht, wenn ich es kann. Weil, wie gesagt, genau genommen weiß ich es auch nicht. Aber erst muss das Ding natürlich sauber gemacht werden, das ist klar. Ja, es könnte daher sein, dass gerade der 200. Film ein bisschen langweilig wird. Es sei denn, es fällt mir noch was ein. Noch ein paar Experimente oder so. Ah. Ich habe mir überlegt, wie es wohl aussehen wird, wenn das Ding schwarz auf blau, aber ich finde es gar nicht schlecht. Sieht so aus, als müsste man hier die Klebestreifen benutzen, oder man sollte die Klebestreifen benutzen. Aber noch dazu waren so vier kleine winzige Schräubchen dabei. Die sollen wir wohl auch benutzen. Also diese vier kleinen Schräubchen sind das. Ich weiß nicht so recht, den Originalfender deshalb anzubohren. So richtig gefallen will mir das nicht, aber so ist es wohl geplant. Den Frontfender abzumachen ist wirklich keine große Sache und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, das hin und wieder vielleicht mal zu machen, um ganz einfach sowas zu vermeiden oder es gar nicht so weit kommen zu lassen, dass diese Komponenten so aussehen. Man kriegt das zwar wieder hin, klar, aber muss ja nicht sein. Ja, ich habe wieder mal Kult getrieben an Stellen, wo man es gar nicht sieht. Egal. Ich versuche jetzt mal dieses Teil hier anzubringen. Offensichtlich soll man diese Dinger hier abmachen und das dann hier ankleben. Ja, geht schon so irgendwie. Gar nicht mal schlecht. Nur vom Gefühl her sind die Schrauben schon irgendwo dringend nötig. Ja, der Master of Disaster hat wieder zugeschlagen, aber es muss ja halten, es hilft ja nichts. So schlecht sieht es auch gar nicht aus. Aber ich glaube, das Pyramide-Schild werde ich abmachen, weil dann sieht ja gleich jeder TÜV-Prüfer, dass das ein Zubehörteil ist und will eine ABE sehen. Die gibt es zwar vielleicht, wahrscheinlich, aber muss ja nicht sein, dass er fragt. Jetzt ist es neutral. Ups, jetzt wissen nur die, die meinen Film sehen, dass das von Pyramide ist. Der Pyramid oder wie der Laden heißt. Das ist das einzige Blau, was ich habe. Das passt zwar nicht so ganz genau, aber immerhin wenigstens ein bisschen blau. Das ist übrigens ein richtiger Lackstift. Blauer Lack ist das. Kein so ein Edding oder so. Richtiger Lack. Wenn man die Schrauben dazu ein Stückchen rausdreht, kann man die Köpfe auch ganz anmalen. Ja, ich weiß, ist ein bisschen dilettantisch, aber ist doch ein netter Versuch, oder? Edding 750 heißt sowas übrigens. Ist auch sehr, sehr nett, um Drehmoment angezogene Schrauben zu markieren oder sonst irgendwas. Die Gute hat also ihren obligatorischen Striptease hingelegt, wobei es erstmal nichts Besonderes zu festzustellen gibt. Außer jede Menge Spinnenleichen. Gleich fallen mir die Hülse runter. Aber ansonsten ist alles völlig okay und normal. Hier oben muss ich außer Abstauben nichts machen. Auch schön. Das Lenkkopflager ist ja gerade über den TÜV gekommen. Ich bilde mir ein, dass ich einen winzigen Rastpunkt in der Mitte spüre, aber ich bilde mir das immer ein.
Ich weiß es nicht. Ich mache erstmal das Vorderrad raus in die Gabel. Es ist natürlich von Vorteil, wenn man zum Beispiel den Bremsbelag Haltestift von vornherein lockert, bevor man den Bremssattel abmacht, dann hat man es ein bisschen leichter. Ich vergesse es auch meistens, aber heute habe ich dran gedacht. Die Bremssättel gehen extrem schwer ab. Da hat jemand offensichtlich einiges an Schraubensicherungsmittel reingetan. Kalender. Die sind richtig heiß, die Schrauben. Wenn man mal von der gegenüberliegenden Seite in den Gabelholm reinschaut, kann man sich es ein bisschen vorstellen. Na, Bild wird scharf. Ja, was steckt denn da für ein Gerödel drin? Kerle. Oder halt so, wird mal Zeit, dass jemand sauber macht. Das ist das Vorderrad. Ja, die Lager sind top. Wie immer lange Hülse auf der ABS-Seite und kurze Hülse auf der anderen. Gut geschmiert. Ja, auch hier ist es alles bestens. Sehr schön. Nur ein bisschen schmutzig, aber ansonsten alles bestens. Ich vergesse immer mal gerne diese Kappen hier oben zu lockern, bevor ich die Gabelrollen rausnehme. Noch ein guter Trick ist, die obere Klemme zumindest zu lockern, bevor man diese Verschlusskappe lockert, weil dann geht das viel leichter. Ich habe mich nämlich auch manchmal schon gewundert, warum ist diese Verschlusskappe immer so fest? Ja, weil ich vergessen habe, diese Schraube hier zu lösen. Nämlich dann klemmt nämlich die Verschlusskappe extra nochmal, weil das zusammengedrückt wird. Eigentlich ganz klar, man muss da erstmal drauf kommen. So, jetzt Lenkauflager nochmal checken. Ohne Gabeln, ohne Vorderrad, ohne Gewicht. Oh ja. Eindeutig ein Rastpunkt in der Mitte. Die meisten haben einen Rastpunkt in der Mitte, sobald man die Last wegnimmt. So, hier steht die Arbeit für die nächsten Abenden, an denen ich Zeit habe. Ich habe also mal angefangen, die Gabelholme zu zerlegen und zu reinigen. Ich mache das ziemlich gründlich, ich habe auch die Dämpferkartusche aufgemacht, wie man hier sieht, wie ich das in meinem anderen Film über die Dämpferkartusche schon gezeigt habe, habe ich die Innereien mal rausgenommen, um sie anständig mit Bremsenreiniger zu besprühen. Allerdings lasse ich diese Schrauben, die diese ganzen Schimmpakete zusammenhalten, sowohl hier als auch hier unangetastet, weil diese Schrauben sind gesichert und deshalb schraube ich sie nicht ab, sondern spüle einfach von außen, so weit wie es eben geht, mit Bremsenreiniger durch. Ja, sonst ist alles soweit in Ordnung. Neue Dichtungen baue ich trotzdem ein, weil es halt jetzt sowieso auseinander ist und weil es halt gut werden soll. Das andere liegt noch da hinten, das hat es noch vor sich. So, da stehen sie, die beiden Gabelholme der Blue Lady. Alles frisch, neues Öl, neue Dichtungen, alles frisch. Und da ich gerade dabei bin und gerade alle Werte im Kopf habe und so weiter und so fort, habe ich mir vorgenommen. Ich mache auch gleich die undichten Gabelholme mit den Wilbers-Federn da drin, die ich vom Fred bekommen habe. Das ist einer von unserem Forum. Dem habe ich meine Reserveholme einfach reingehängt und er hat die da gelassen. Wir haben einfach getauscht. Das war das Schnellste, ganz kurz vor meinem Urlaub. Zu mehr hatte ich keine Zeit. Ja, und die Gabelholme sind jetzt mein und die mache ich jetzt auch gleich. Weil ich mir denke, wenn ich schon mal dabei bin, die Sauerei zu machen, mache ich es auch gleich richtig. Dann habe ich es hinter mir. Ich weiß nicht, ob mich da was Besonderes erwartet. Aber ich habe hier gerade mal diese Schraube, die ich gerade da rausgemacht habe, in meine Schüssel getan, wo noch ein bisschen Bremsflüssigkeit drin ist. Und das hat eine total schwarze Wolke gegeben. So schwarz, wie sie normalerweise nicht ist. Da bin ich echt mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Und falls es was Besonderes sein sollte, habe ich mir gedacht, ist vielleicht ganz nett, wenn die Kamera mitläuft. Im Zweifelsfalle kann man den Datensatz hier auch wieder löschen. Ja, und oh ja. Das Blöde an der Gabel ist, sie läuft an allen Stellen aus, weil die Simmerringe halt furchtbar undicht sind.
Deshalb pumpt sich es nicht da unten raus, sondern nach oben. Das heißt, die Sauerei ist noch eine größere als üblicherweise. Und interessanterweise ist das Zeug, ich weiß nicht, wie lange das drin war, deutlich viel schmutziger und deutlich viel stinkiger als zum Beispiel eben bei der Blue Lady. Ach, guckt euch das an. Ja, deutlich. Ich habe ja schon einiges an dreckigem Gabelöl gesehen inzwischen. Aber ich möchte fast sagen, das könnte die Krönung sein. Das könnte die Krönung sein. Na klasse. Das hatte ich halt auch noch nicht, eine Gabel, die hoffnungslos undicht war. Und weil sie so hoffnungslos undicht ist, oben am Simmering, ist mir hier also einiges daneben gelaufen. Und hier ist auch in dieses Loch auch einiges daneben gelaufen. Übrigens, diese Deckel, mir ist von diesem Behältnis, was ich hier benutze, das benutze ich auch zum Ölwechsel für ein Motoröl, meine Ölsammelwanne, da ist mir schon wieder dieser eine Stopfen kaputt gegangen. Die Ölwannen sind toll. Vom Plastik her in allem nur diese Stopfen, die gehen mir kaputt. Und niemand ersetzt nur diesen komischen Stopfen. Und da muss ich immer eine neue Wanne kaufen. Ich habe schon mit Louis telefoniert damals, vor 2 Jahren, als mir das erste Mal passiert ist. Dieses Ding zerbricht einfach in ein paar Teile. Dieses grüne Teil. Und damit kriegt man die Wanne nicht mehr zu. Ist einfach ein bisschen schade, auch aus Umweltgründen, so einen riesen Plastikwacker einfach wegzuschmeißen. Bloß weil man diesen komischen grünen Verschluss nicht mehr bekommt. Irgendwie ärgerlich, irgendwie widerstrebt mir sowas. Das ist das, was ich meine. Dieser Stopfen war eben noch in Ordnung. Und jetzt macht er irgendwie schon irgendwie Spirenzchen. Genau so. Bei ganz, ganz geringem Festdrehen passiert das schon. Genau an dieser Stelle, immer das Gleiche. Was ein Mist. Und die beiden Dinger, die gehen immer zur gleichen Zeit kaputt. Da kann man einen drauf wetten. Diese beiden Deckel, das hat ja zwei, gehen immer zur gleichen Zeit kaputt. Das heißt, es muss irgendeine materielle Zeitbombe, die da drin herrscht, oder keine Ahnung. Ich habe schon das Gefühl, hier ist alles etwas schwärzer, aber das sagte ich ja bereits. Wobei das Gabelöl der Blue Lady noch etwas rötlich war, dieses ist schwarz. Man sieht also bei der Wilbersfeder ist also der eng gewickelte Teil nach oben und der weit gewickelte Teil nach unten. Macht meiner Meinung nach auch ein bisschen mehr Sinn wegen den ungefederten Massen. Die Feder hat ja auch irgendeinen Schwerpunkt. Der Schwerpunkt ist ein bisschen in Richtung engerer Wicklung verschoben, logischerweise. Das heißt, die Wicklung, die Feder ist da schwerer, wo sie enger gewickelt ist. Und wenn ich den schwereren Teil der Feder den gefederten Massen zuordnen möchte, irgendwo muss ich ja den Schnitt machen, dann macht es mehr Sinn, den engeren Teil nach oben zu bringen, anstatt nach unten. So meine grobe Überlegung. Warum das Honda im Originalzustand anders macht, weiß ich nicht. Ich mache das halt so, wenn ich eine originale Honda-Feder verbaue, was ich üblicherweise tue, so wie Honda das will, so wie das war. Aber Wilbers macht es so, macht für mich mehr Sinn und ich baue es natürlich auch so wieder zusammen. Da kann sich eigentlich nur wundern. Jetzt habe ich fast eine Dose Bremsenreiniger nur für die Feder gebraucht. Na toll. Das ist das undichte Teil. Man sieht dem also nichts unbedingt an, aber der Rand hier, der ist extrem spröde und hart, richtig hart.
Hier sieht man übrigens, zwischen den Lippen ist immer eine kleine Schicht Silikonfett. Das gewöhnlich habe ich mir jetzt auch angewöhnt, das zu machen. Das habe ich noch nirgends berichtet, dass man das tun soll. Aber ich habe diesen Tipp bekommen, zwischen die Lippen ein bisschen Silikonfett zu tun. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, und die Dinger sind extrem hart. Ja, gut, kaputt. Gerade jetzt und hier und bei diesem Gabelholm bin ich wirklich heilfroh, dass ich gelernt habe, diese Dinger auseinanderzubauen. Und das habe ich eben bei der Blue Lady schon gemacht. Da war es nicht unbedingt so nötig, aber hier muss ich sagen, ist das mehr als angezeigt. Hier ist so viel Dreck im Gebälk, dass man den Sicherungsring nicht mehr rauskriegt. Normalerweise gehen alle Gabeln relativ gut sauber, wenn man sie einfach durchspült. Aber hier keine Chance. Hier muss man einen Zettel, also so ein Zewa, welches mit Bremsenreiniger getränkt ist, muss man hier mehrmals hin und her schieben, damit man da eine Chance hat, den Dreck überhaupt herauszukriegen. Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Wahnsinn, Wahnsinn. Selten so viel Reiniger für eine Gabel benötigt. So, Wilbers Gabel Nummer 1 ist fertig. Das war ein Dreckspatz. Hier ist Nummer 2 und ich will das mal ein bisschen anders angehen, weil das nämlich hier auch schon wieder die Brühe hier über der Dichtung steht. Sie ist eigentlich nur, dass nur die eine undicht ist, aber das sind beide undicht. Hier steht also genauso die Brühe. Normalerweise pumpe ich die Dinger immer erst raus, sprich ich mache sie unten auf. Will ich es mal umgekehrt machen, jetzt will ich mal oben anfangen, die Gabel aufzumachen. Vielleicht habe ich da ein bisschen weniger Sauerei, indem ich die dann ausschütten kann. Die ist genauso dreckig, aber das war ja im Prinzip auch zu erwarten. So, werde ich von oben alles abpflücken. Ja. Feder macht Sauerei. Ist klar, ja. Auch gleich die Hydraulik hier leer pumpen, die Kartusche leer pumpen. Ja, das geht ganz
gut. Da kommt der ganze Sitzfenster nur auf einer Seite raus. Das hat gewisse Vorteile. So, hier sind die gereinigten Komponenten von Wilbers Nummer 2. Nur noch zusammenbauen und dann ist Feierabend. So, die beiden Dreckspatzen sind fertig und kommen jetzt hoch ins Regal, bis irgendjemand braucht. Das Ganze hat mich 3 Dosen Bremsenreiniger gekostet. Nicht, dass das Zeug jetzt besonders teuer wäre, aber ich glaube, demnächst kaufe ich das in 20 Liter Kanistern. Dann muss ich mir noch irgendeine Sprühflasche besorgen. Jetzt heißt es erstmal aufräumen und eine neue Tischdecke auflegen. Und vielleicht irgendwie das Problem mit den fehlenden, defekten Deckeln hier lösen. Die Gewinde sind ja nicht kaputt, die kann ich ja noch benutzen. Ich brauche nur einen neuen Deckel dafür. Für auf die Gewinde. Meine Idee ist jetzt einfach, dass ich aus einem Alustab, den ich habe, mir was drehe. Also ein Teil drehe, das sowohl Deckel bildet als auch Stütze für das Gewinde. Das heißt, hier mache ich eine Stufe rein, sodass das hier im Prinzip, dass ich das hier drauf schieben kann, das drauf kleben kann. Das wird dann vielleicht mit JB-Weld oder irgendwas festgeklebt. Und dann habe ich einen neuen Handle für dieses Ding. Ja, das werde ich jetzt machen. Aus diesem Bauteil sollen also die beiden Deckel entstehen. Von meiner großen Stange habe ich erstmal das abgeschnitten. Bevor ich das getan habe, habe ich hier oben diesen Teil dran gedreht quasi. Oder abgedreht. Das ist jetzt aber noch geringfügig zu groß, aber das ist Absicht. Ich mache jetzt erstmal die Schnittseite schön sauber. Und dann drehe ich auf die andere Seite genau noch so einen gleichen Löffel wie da, sodass dieses Ding quasi symmetrisch ist. Und dann wird es in der Mitte durchgeteilt. Ja, und dann sind quasi die beiden Deckel grob fertig. Ein paar Meter habe ich noch vor mir. So, jetzt passt das drauf. Dann will ich das hinten gerade drehen. So habe ich mir gedacht, dass es aussehen würde, aber letztlich drehe ich das Gewindestück natürlich rum. Aber hinten ist es jetzt wenigstens erstmal gerade. So, das Teil ist jetzt fertig. Die Gewinde passen wunderbar auf die beiden Seiten drauf. Hier ist ein Loch drin, weil ich da die Zentrierspitze dran hatte, weil dieses Bauteil noch sehr lang war. Und jetzt muss ich es einfach nur hier in der Mitte durchtrennen. Ziemlich genau in der Mitte und dann die Gewinde aufkleben und das war's dann. Das letzte Stück traue ich mich immer nicht mit dem Abstechstahl, da nehme ich immer eine Handsäge für. Die beiden Stücke jetzt noch plan drehen und dann ist fast gut. Ich weiß, die Spezialisten würden jetzt noch ein Rändel draufwalzen, aber ich bin so schon ganz zufrieden. JB Weld. Wozu Kabelbinder nicht alles gut sind. Ja, ich bin zufrieden. Das hat ganz gut geklappt mit JB Weld. So sehen die Dinger jetzt aus. Jetzt lasse ich sie bis morgen trocknen. Dann tun sie hoffentlich für den Rest ihres Lebens den Dienst. Und das soll mal einer erzählen, dass die Benutzung einer Drehbank keine Sauerei erzeugen würde. Und das
Und dass Gabelservice schlimm ist. Irgendwie erzeugt alles mehr oder weniger eine Riesensauerei. Aber egal. Es ist ja begrenzt. Zeitlich sowie kausal. Ja, liebe Freunde, das war wieder einer dieser 32-Grad-Abende. Beziehungsweise der Tag war 32 Grad, der Abend hatte nur 29. Na gut, wieder was vollbracht, wieder was geschafft. Demnächst, das heißt, ja, heute ist Freitagabend. Ich denke, ich werde jetzt Schluss machen. Und ab morgen will ich hier mal das Lenkkopflager wechseln. Und ja, auch das wird vielleicht einen kleinen, kurzen Film geben. Ich weiß, Lenkkopflager habe ich schon 3, 4 gewechselt und auch mehr oder weniger intensiv und detailliert gezeigt. Aber ich habe wieder eine Kleinigkeit vor, ein bisschen anders zu machen. Und vielleicht wird es ja trotzdem interessant. Also stay tuned, bis dann bei Sam's Channel. Tschüss.